Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Landwirtschaftssimulator 2013. Am Start sind Timo, Jan, Lauritz und Nils und natürlich meine Wenigkeit, der Nio. Und ja, viel Spaß. So. Nico? Nö. Erinnere mich mal bitte morgen dran, dass ich mein Lenkrad anbringe und mit Landwirtschaft verbinde. Weil irgendwie habe ich auch mal Bock mit. Deins ist dann bestimmt ein bisschen besser. Weiß nicht, bei mir ist das so ein bisschen blöd, das Billiglenkrad. Aber sonst ist, also ist es cooler als mit Tastatur zu fahren. Ich muss nur gucken, wie das mit meinem Mikrofon hinhaut, wenn ich hier ein Lenkrad habe, weil dann wird schon schwieriger. So Leute, es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar haben wir jetzt ein Förderband neu drin und was haben wir noch? Haben wir noch was Neues drin? Nee. Vielleicht haben wir das mit den Saatschwierigkeiten. Saatschwierigkeiten? Achso, dass man nicht mehr so viel verbraucht, vielleicht behoben. Und zwar, Timo, möchte ich dich gleich mal bitten, so ein Ding zu kaufen. Ein Förderband? Ja, was kosten die Dinger denn? 12.000 ungefähr. 12.000, gut. Du musst bei Mod nach Gerätentypen gucken und dann bei Frontlader. Dann machen wir halb, Jan? Ja, musst bei Frontlader nach. Machst du es jetzt in den Frontlader rein oder kannst du es jetzt hinterherziehen? Nee, kannst du auch hinterherziehen. Okay, das ist gut. Schreibe ich das schon mal gleich auf hier. Warte, Bei Mod nach Gerätetypen und dann Frontlader. Irgendwie dauert das Tanken beim Drescher ganz schön lange. Ja, aber der hat auch viel Tank. Alter, heute haben wir auch Weizen gedroschen bei dem einen Feld, da kommen die LKWs nicht hin. Und da mussten wir halt wir haben eine große Mulde und einen 18-Tonner haben wir da hingestellt. Der Mähdrescher Fahrer hat die vollgeknallt bis zum geht nicht mehr. Wir haben dann 200 PS Schlepper vor und natürlich den 245 PS Schlepper haben wir vor den 18-Tonner gehängt. Hä, bin ich? Und dann haben wir die große Mulde, hat mein Arbeitskollege dann halt gefahren. Er fährt die Auffahrt vom Feld war ein bisschen steil. Alter, der hat den ganzen Asphalt an der Seite alles aufgewühlt, alles kaputt gemacht an der Straße. Das sah mega lustig aus. Timo, hast du beides gekauft? Nein, wie tankt man nochmal eine Sämaschine auf? Ja. Mhm. Oder? Kauf mal bitte, weil wir müssen jetzt langsam anfangen zu säen und ich stehe jetzt schon am Verkaufsdings. Ja, aber ich kaufe die mit Anhänger, ne? Also ja, klar, beides. Geld ist auch schon abgezogen. Gut. Jo, danke. So. Weil irgendwie, da muss ich andersrum anfangen. It's me, makes me feel a lot. Will irgendjemand bei mir einen Abfahrer machen? Ich muss es sehen, danach muss ich gleich weiter dreschen. Ach, du hast noch den kleinen Mähdrescher, ne? Bekommt man dafür? Nein, ich will wechseln. Ach so. Also ja, das kann ich machen. Das mache ich gleich, nachdem ich hier fertig gesehen habe und gedroschen habe. Okay, dann lasse ich Lauritz. Oder wann willst du? Dann meinst du es auch noch gar nicht fertig da hinten. Ja, aber Lauritz verlangt mir so viel Geld. Nils, ich gebe dir 100 dafür. Das ist nur ein ganz 100. Kleines Geld. Das ist ein ganz kleines Feld. Welches Feld? Außerdem bin ich dir entgegengekommen mit den 200, die ich von dir noch kriege. Okay, stimmt. Okay, würde ich machen. Musst du ganz kurz warten. Ich nehme einfach nur 1000 Feld. Okay, warte ganz. Mit meinem eigenen Anhänger oder mit. Nein, ich habe hier einen. Also okay. Aber mit Unimog. Mit Unimog bist du behindert? Okay, dann doch nichts. Weil ich muss noch schnell meinen eigenen kurz abstemmen, Anhänger. Und dann. Junge, ich depper hier alles kaputt, ne? Ich durfte heute einen großen Silowagen mit 220 PS Träger ziehen. Und ein Bauer fährt den gleichen Silowagen, bloß mit 290 PS. Er immer easy durch alle Schlammlöcher durchgezogen. Ich da halb am Durchdrehen mit Allrad. Oh. Alle vier Räder und alles, Alter. Ich habe mir da manchmal echt fast festgefahren. Aber bei diesen Proben kann ich natürlich easy durchfahren. Ja, jetzt musst du noch bei Landwirtschaft fahren, ja. Gerade auslenken, Gaspedal drücken. Weil ich so ein Pro bin. Nein, Spaß. So, den machen wir startbereit. Ach, ich muss ja noch die 5000 abziehen. Und zwar haben wir einen Deal gemacht, dass Lauritz einer von unseren Saatmaschinen bleibt. Und das für 5000. Achso, das ist keine Idee, ehrlich. Ich dachte gerade Förderband, das hat aber mehr gekostet. Ja, das habe ich schon abgezogen. Ich ziehe ja 5000 bei Lauritz ab und mache dann bei uns wieder drauf. Bei wen uns?
Ach, wegen der Saatmaschine jetzt. Bei mir und Jan. Hast du zwei Saatmaschinen? So. Ja, ja, Standard. Jo, Alter. Bei unseren großen Feldern? Schon. Junge, ich hoffe dass bei LS15 die Rückspiegel auch funktionieren. Ja, das wäre geil. Es gibt viele Mods, aber die Rückspiegel funktionieren. Ja, Mods, Mut. Mensch. Gut, was ist denn? So, brauche ich noch was? Hinten habe ich eine Anhängerkupplung? Ja, habe ich. Könnte ich ja was ausprobieren, ne? Nö, könntest du gar nicht. So, wollen wir mal 100 Euro sparen? Alter, Außensicht mit dem Förderband geht gar nicht. Was? Also 100 Euro, das ist leicht verdientes Geld. Eigentlich. Ach, schade. Und für mich doch. Geht das gut. Nietzsche lässt sich auch viel zu wenig Geld für viel zu viel Arbeit ein. Das ist mir auch egal, Hauptsache ich bekomme ein bisschen Geld. 100 Euro, Alter. Auch wenn das Ganze ein bisschen scheiße ist, weil dann würde ich eigentlich dem Lohnunternehmen die Plätze wegschnappen, kann man sagen, wenn ich das immer weitermache. Ja, dann mach's halt nicht, Mensch. Ich mach's manchmal. Nein, ich brauch dich nicht. Ich hab grad Bock. Ich brauch dich nicht. Willst du machen? Ich kann besser Wagen fahren als du, also Schnauze, ich fahr Wagen. Ich mach's jetzt. Nein, ich brauch keinen. Du darfst aber keinen Helfer machen. Du hängst dir nicht so schwul hinter den Hexler, oder? Mich halt nicht. Ich brauch keinen Helfer. Ja, los, komm her, Nils. Yay, 100 Euro. Leck, Speicherleck. Okay, du bist Hof, Rittergut oder Röhr? Rittergut. Dahinter das Feld, ich mache Feld, warum sehe ich das jetzt nicht? 106. 106. Okay. Nico, was machst du? Ich komme jetzt wieder, dann werde ich sehen. Das Dings geholt. Ey, ihr könnt euch die Drehmaschine abholen. Fertig? Ach ja, sind ja nur 1, irgendwas. Ja, sind ja mehr 1,2 Hektar oder so. Ja, stimmt, bei unserem großen Feld brauchen wir schon ein bisschen länger, war Nico? Das ist noch gar nicht ganz reif. Ja, die steht wieder auf dem Feld. Fahrrad mit gleich. 60 durch die Straßen, hab bisher noch 0% Schaden bekommen. Nein! Aber, nee. Generell habe ich schon wieder 57. Gleich hört man nur Scheiße! Das war Scheiße! Die scheiß Bordsteinkante schon wieder! Ja, aber die ist echt behindert. Ja, okay, das ist so wirklich dumm. Ein bisschen. Die ist eigentlich total unrealistisch, um es mal so auszudrücken. Total unrealistisch. Du, wenn man mit 60 gegen eine Bordsteinkante fährt, ne? Dann ist das nicht mehr so unrealistisch. Wenn du mit zwei Tonnen oder so, kommt drauf an, was für eine Bordsteinkante das ist. Okay, aber was für ein Reifen. Geht der Reifen kaputt, aber du schleunerst nicht halb durch die Luft. Also das ist ja das Unrealistische. Damit du 2 Tonnen ankommst, oder... Okay, ich hatte vergessen, dass du ein Experte bist. Wie schwerwiegenden Trecker. Nein, der steht schon. Nein, hier ist der nicht. Alter, mein Gewicht muss heute richtig leiden, du. Fahr doch mal weg. Nils, geh einfach nach Hause. Geradeaus weiter. Na, ach so, jetzt wollte ich mich wenden. Egal, warte kurz. Nur am Rumfahren, ey. Muss keine Angst haben, weil sich hier so viel bewegt. Timo, könntest du mir eigentlich denn nochmal das erste Gewicht kaufen bei Standard, also das für 250? So viel Geld hast du? Ja, wenn ich 70.000 hab, dann kann ich mir da erlauben. Ja, fahr mal irgendwo gegen. Nachher, Ende der Aufnahmesession hat er eh wieder Schulden. Das erste oder das zweite? Erste. Ja, es fällt 250.000 bei Nils abziehen, Nico. Bei 150.000. Okay. Okay. Hey, hier, Timo, wir können anfangen. Nils, du hast jetzt minus 200. Nils, du brauchst nicht mehr kommen, das weißt du schon, ne? Der Nils, wie dein Zettel einfach mal aussieht, da kann man gar nichts mehr drauf erkennen. So. Ist ja in Ordnung so. Timo. Hm? Ja, Junge, also. Er fährt einfach eiskalt übers Feld. Wer? Nein, tue ich gar nicht. Nils. Oh, Nils, Junge, benimm dich. Okay. Ja, das ist schon mal. Welches geil. Feld gehört die denn? Tschüss. Die 106 oder die 100? Ja, die 106. Ja, da wo der geile Fan steht mit dem Wagen. Lol, warum ist laut plötzlich in? Weil du nicht mehr gebraucht bist. Ha, Lauritz hat sich jetzt einfach hingemogelt. Und die ganze Zeit, ich stehe schon in 2 Minuten oder so. Jetzt haben wir schon größere Erfolge mit Lohnunternehmen-Themen als Lauritz. Und dabei sind wir noch nicht mal ein Lohnunternehmen. Dann bin ich ja halt weg. Dann helfe ich halt du. Ja, weil wir eine Sandmaschine ziemlich teuer verliehen haben.
Ja. So, Timo, dann macht's, glaube ich, eine Rechnung von, wie viel Sprit? Scheiß glaub, kriegst hab, du, Alter, ich hau dir 10 Euro hin. Bitte, weil ich habe dafür ein bisschen Sprit verbraucht. Grundlos. Naja, wie viel und überhaupt Lauritz, du haust mir gleich welche in der Fresse, Benzin okay? kriegen wird, ja, werden Mann, wir in der nächsten Folge fahren. Oh, Nils kommt auf mich zu, Hilfe! Nils! Alter! Du hast einfach nur... Du reckst doch rüber! Tschüss! Ja, bis dann, Leute!